nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Servus, Freunde. Heute bin ich draußen, um die Nominierung einzulösen von Sascha, Verrückte Touren. Es ging ja wieder um diese 1000, unter 1000 Abonnenten-Challenge, wo man dann eben im Freien irgendwas kochen muss. Und der Sascha hat natürlich unter einer Brücke gekocht, fand ich cool. Ich mache das lieber im Wald und würde ich sagen, fange ich gleich an. Ich mache heute die Terence Hill Light Bohnenpfanne. Pfanne habe ich nicht dabei, ich mache das ganz normal im Trangia Sturmkocher. Und wie gesagt, es wird eine Light-Version, ich habe nicht so viel Zeit heute, deswegen fangen wir auch gleich an im Schnelldurchgang. Wie gesagt, es ist eine Terence Hill Light-Pfanne. Ich habe das Ganze zu Hause natürlich schon ein wenig vorbereitet. Ich habe hier die normalen Speckriebchen. Ich mache nicht alle. Ah doch, klar mache ich alle. Cabanossi habe ich nicht dabei, deswegen schneide ich einfach rote Wurst rein. Tut's auch. Können ruhig ein bisschen dicker sein, die Stücke. Einfach rein damit. Ja, es ist ein bisschen schief hier. Ich hätte mir was anderes aussuchen sollen. Aber was soll's. Kann noch ein bisschen Öl rein. Zwiebeln mache ich auch einfach hier ziemlich grob. Richtig grob. Da ich die Light-Version mache, habe ich nur wenig, das kommt dann in diesen Topf rein. So, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen anschmoren und dann geht's weiter. Ist klar. Na, der Qualm geht zur Kamera, hoffentlich beschlägt es nicht. Also ist klar, Bud Spencer, Terence Hill, die machen natürlich richtig dicken Speck dazu. Ich hatte hier keine Zeit, ich mache das jetzt einfach so mit den vorgefertigten. Wird auch hinhauen, beziehungsweise schmeckt wahrscheinlich genauso. Knoblauch kommt heute nur mal eine kleine Zehe rein. Einfach alles rein. Da wird schon die Wurst schön dunkel. Ich glaube auch, das reicht. So, jetzt klappen wir das mal um. Stellen das Töpfchen drauf. Jetzt wird es natürlich heiß. Das fülle ich um. So, ich mache doch ein bisschen Tomatenmark rein. Normalerweise kommen ja geschälte Tomaten da rein. Aber wie gesagt, hier ist kein Platz hier drin. Ich habe nur dieses Mini-Ding hier von Trangia. Eine schöne Matsche. Jetzt tun wir auch schon die Böhnchen da rein. Ich glaube, das geht alles nicht rein. Aber es riecht sehr gut. Apropos Durst, was habe ich vergessen? In dem Sinne einen schönen Gruß wieder an den Dirk von Dirk on Tour. Das darf natürlich nicht fehlen. Ein Bierchen. Solange das jetzt köchelt, werde ich schon mal anprosten. Prost, ihr da draußen.
Ja, es schmeckt. Pfeffer. So, es hat lange genug geköchelt, würde ich sagen. Können wir eigentlich essen. Genau. Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Also, wenn ich nicht ganz genau wüsste, dass ich das nicht bin, dann würde ich sagen, das bin ich nicht. So, ich esse das Ganze jetzt noch fertig, trinke mein Bierchen zu Ende, dann mache ich mich auf den Heimweg. Ich hoffe, es hat etwas gefallen und ich soll ja eigentlich auch jemanden nominieren. Ich mache das jetzt so, ich nominiere jeden, der Lust dazu hat, weil eigentlich mache ich an diesen Tagging-Runden eigentlich nicht gerne mit, weil ich fühle mich dann immer so, als ob ich irgendjemanden benachteiligen würde, wenn ich den nicht erwähne. Deswegen diejenigen, die das wollen, die können sich nominiert fühlen. Kocht draußen, geht sowieso einfach raus. Es macht draußen wirklich am meisten Spaß. Und somit würde ich sagen, Prost und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.